Fuck! Fuck! Niemand wollte sehen, wie ich verliere. Niemand wollte das sehen. Fuck! Fuck, 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 fuck. Psycho-Pokémon, scheiße. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Was hat er jetzt nochmal eingesetzt? Was war sein erstes Pokémon? Pantimos, das konnte Donnerblitz. Und Psychokinese. Ich habe aber nicht gesehen, dass er Flammenschlag oder sowas konnte. Aber Donnerblitz ist halt auch kacke. Dagegen könnte man vielleicht, aber... Kacke, kacke, kacke. Und dieses eine Kampf-Pokémon reißt uns richtig auseinander. Das Kampf-Psycho-Pokémon... Ah, kacke. Da weiß ich gar nicht, was wir einsetzen. Dann würde Mazelda höchstens das einzige Pokémon sein, was noch das fertig machen könnte. Und vielleicht Gary, aber... Fuck. 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 Und Asla vielleicht, aber es fängt ja halt auch nie an. Wir sind halt... Oh, kacke. Verflucht, verflucht. Verflucht, verflucht. Verflucht. Gehen einfach an ihn vorbei. Fuck, die Tür ist zu. Das kommt jetzt nicht so überraschend wie gedacht. Ich speichere mal ganz kurz hier. Was machen wir da gegen Psycho-Pokémon? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir irgendwas TM-mäßiges? Warum habe ich bei Mazelda eigentlich nie Knirsche eingesetzt? Knirsche ist doch das absolute Ding bei ihm. Okay. In der Hoffnung, dass das vielleicht was bringt, dass Mazelda vielleicht ab und zu mal früher anfangen darf. Und dass dann ihn die alle wegballert. Weißt du? Weil er macht dann, fängt als erstes an, macht Knirscher und hat dann so gesehen gewonnen. Irgendwas, was verteidigt oder so? Irgendwas, was verteidigt oder so, dachte ich mir jetzt. Wir hatten doch hier Schafklaue mit erhöhter Volltrefferquote. Ich meine, im Endeffekt... Ah, braucht Sandy das nicht, aber besser als gar nichts oder so. Oh, okay, ich habe echt Probleme. Wie gesagt, wir fangen mal mit Maggie an. Ja, gewiss Sandy, das Buch ist endet. Ich kann kaum lesen, Alter. Und ich sehe ja die ganze Zeit nur Psycho, Psycho, Psycho. Warum habe ich keine Drachen-Pokémon? Da hättest du nicht so viele Probleme mit Psycho-Pokémon, sind scheiße. Brrr. Mach dich fertig, Alter. Verdammt. Man muss mal den Top 4 verlieren, okay? Scheiß Pantimos, Alter. Kannst ja in den Hut schmieren, das Pantimos. Ich hoffe halt nur, ich weiß halt nicht, ob er Flammenwurf oder Flammenschlag oder sowas kann, ne? Das ist halt echt Freestyle. Das ist halt wirklich Freestyle hier, dass ich jetzt mit Maggie anfange. Das ist Psychokinese. Gut, Psychokinese, Reflektor, noch irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Ich mach dich fertig. Gut, das ist schon mal tot. Das war, ist ja easy. Das Pantimos ist ein Pantimos. Also bitte. Pantimos. Das ist unser Problem, Pokémon. Es wird Maggie nicht überleben.
Am besten hat Mazelda das wirklich noch überlebt, ne? Am besten hat es noch Mazelda überlebt. Und wenn wir dann Knirscher gegen den Event... Vielleicht darf Mazelda jetzt als erstes anfangen, überlebt es, darf nochmal Knirscher machen und dann... Ja, nice, nice, nice. Fängt gut an. Gut, 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 gut. Gefällt mir. Hat die Verteidigung das jetzt... Fuck. Scheiße. Ich dachte jetzt... Kacke. Kacke. Au. Tut weh. Das Leben ist nur voller Pech. Das Leben ist voller Pech. Das Leben ist voller Pech. Scheiße, jetzt musste er auch noch Volltreffer machen. Das wäre auch noch wirklich, dass er uns fast 180 Schaden abzieht mit seiner Psychoklinge. Kacke. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh, scheiße. Jetzt häng ich in der Luft. Kannst du mal aufhören, permanent zu volltreffern? Danke. Was ist denn das? Mal jetzt die Attacke, eine Attacke machen, ohne permanent zu volltreffern. This is not normal. Okay, Mazelda, ich dachte, wir könnten zubeißen und wir tot und... Scheiße. Ich will am liebsten neu starten, aber wir versuchen es einfach. Wenn er jetzt mal aufhört, mit seiner Psychoklinge permanent zu one-hitten. Oh, ja, der macht halt auch... Das Pokémon ist halt auch unsagbar stark, ne? Ja, Bitch. Deine Psychoklinge macht mich fertig hier, Alter, ganz ehrlich. Deine Psychoklinge ist halt echt Psycho, Alter. Komm, bitte kein Volltreffer, dann überleben wir es. Nur kein Volltreffer. Und der macht dreimal Psychoklinge und dreimal Volltreffer, ne? Ey, ganz ehrlich, leck mich. Ganz ehrlich, ich wollte gerade aufhören. Das kann doch nicht sein, dass der dreimal angreift mit Psychoklinge und dreimal Volltreffer macht. Das ist doch nicht normal. Alter, finde doch. Oh, das ist nicht normal. Stimmt, das ist ein Kampf-Pokémon. Verdammt, habe ich nicht dran gedacht. Nein, habe ich nicht dran gedacht. Wir haben Mazelda umsonst geopfert. Ist ein Kampf-Pokémon, Mann. Junge, denk mal nach, ey. Ist doch ein Kampf-Pokémon. Hast du die ganze Zeit von gequatscht? Scheiße, habe ich nicht nachgedacht. Habe ich nicht, das ist mal absolut mein Fehler. Es tut mir leid, mein Fehler. Okay, es ist schneller als unser Vogel-Pokémon. Also würde ich... Psychokinese haut. Hat das. War es schneller als unser Vogel-Pokémon? Mein Psychokinese hat, glaube ich, gleich ausgeschalten. Also setze ich jetzt Beleber ein. Hole Mazelda wieder. Freue mich. Hey, cool, wir haben Mazelda wieder. Er setzt seinen Fokusstoß ein. Aus Gründen der. Ist doch eigentlich eine Kampfattacke jetzt. Komisch. Ist doch eine Kampfattacke, aber macht auf mein Pokémon. Max Schaden. 160, Alter. Oh, der One-Shottet. Unsere Pokémon haben viel Leben. Aber der One-Shottet halt alles. Der kann wirklich mit seinen Pokémon. Wir sind noch nicht mal, da sind nur 6 Level Unterschied. Aber der kann wirklich. Der macht einen Damage. Gott, ich will seine scheiß Psycho-Pokémon loswerden. Bleh. Psycho-Pokémon. Wir haben eine wenige Verteidigung. Das sollte ja gar kein Problem sein. Ich habe hier ein Problem. Ich habe hier ein großes Problem. Ich habe hier ein echt großes Problem. Das größte Problem war, dass ich wirklich nicht Stalin gegen ihn ein. Also das hat schon, das war schon Dummheit ohne Ende. Weil da hätten wir jetzt wenigstens vielleicht irgendeine Technik. Darf anfangen. Mist. Augen zu. Oh
Oh Gott, ich sehe den Balken noch runtergehen. Okay. Jetzt sehen wir ihn aber eine Attacke machen. Und wir sehen Damage. Ja. Oh. Gott sei Dank, ein Volltreffer. Puh. Okay. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Psyana, auch süß. Wir wechseln das Pokémon. Psyana ist ein Psycho-Pokémon. Ach was. Mit Dingen, die vielleicht noch drinnen so vorkommen. Ich habe keine Ahnung. Psyana wäre aber auch ein Pokémon, was ich nicht mit in die... Ich würde kein Evoli-Pokémon mit in die Liga nehmen, sagen wir es mal so. So, unsere Trumpfkarte. Vielleicht dürfen wir sogar anfangen. Psychokinese. Ja, unsere Trumpfkarte ist Mazelda hier. Wenn wir Mazelda am Leben halten, wird alles gut. So, heilt. Trank dich mal hoch, weil dann kann ich dich nämlich einsetzen, um andere zu heilen, weil du hast nämlich gute Verteidigung gegen den Psycho-Attacken. Das setzt jetzt nur Psychokinese ein, zieht mir vielleicht ein Drittel ab. So überleben wir zwei Techniken. Und können unsere angeschlagenen Pokémon wieder hochholen. Das ist nämlich jetzt so der Plan gewesen. Lass die Psychokinese machen. Wir geben gleich ihnen wieder einen Heiltrank. Solange es keine Volltreffer werden, wird... Warum? Anfang, Anfang, Anfang. Shit, warum darfst du nicht anfangen? Du hast die scheiß Flinkklaue, Mann. Ist das Psyana tot? Töte es! Sehr gut. So, sein letztes Pokémon. Bronzong. Bronzong. Bronzong? Warte mal, das ist das Stahl-Pokémon, ne? Pokémon, warte, das ist Stahlpsycho. Was kann ich jetzt tun? Sterben. Bitte einfach nur sterben. Das wäre so furchtbar nett, wenn du einfach nur sterben würdest. Das ist kein großer Schaden. Gedankengut. Gut wäre hier natürlich Stahlen. Wäre ja natürlich sehr gut dagegen, weil Kampf. Ich habe noch nie Kampf-Pokémon dabei gehabt und jetzt habe ich zwei Kampf-Pokémon dabei. Das ist so krank. Das ist natürlich scheiße, dass er sich jetzt erstmal bufft. Das ist schon mal sehr unvorteilhaft. So, dass Nahkampf vielleicht nicht one-shottet. Und da lege ich jetzt ja gerade alles drauf auf. Fällt mir nicht, dass er so viel Gedankengut macht. Das heißt, dass er gleich sehr, sehr viel Damage hat. Also Spezialverteidigung und Spezialangriff steigt und wir können nur Spezial gegen ihn machen. Ich hole erstmal Mazelda wieder. Das könnte nämlich jetzt echt wehtun. Weil sein Spezialangriff halt schon so hoch gestiegen ist. Wir es kaum überleben. Wir haben genügend Tränke, also so ist es nicht. Ich werde keine 40 Tränke bei den letzten Pokémon Champion da, werde ich nicht verbrauchen. Hoffe ich einfach mal.
Ist auch wieder Psychokinese ein, ja, das ist klar. Das Problem ist wirklich sein hohen Angriff. Das geht auch nicht mehr weg, ne? Ich dachte gerade, wir hätten nur noch 3 Beleber. Das wäre aber scheiße gewesen. Ja, Sandy können wir hier nicht gebrauchen. Der braucht nur Psychokinese einsetzen und dann ist Ruhe im Karton. Maggie habe ich jetzt einfach nur so wiederbelebt, damit wir ein Pokémon als Backup haben zur Wiederbelebung. Weil ich konnte mit Gary nichts mehr machen. Es ist doch schneller als ein Metall-Pokémon, oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, darf. Geil. Sehr schön. Gefällt mir sehr. Tut wenigstens schon mal ein bisschen weh. Ich dachte zwar, es wäre sehr effektiv, aber ich habe halt auch einfach keine Ahnung von diesem Pokémon. Feuer wäre natürlich schön, aber wir können halt unser Feuer-Pokémon nicht einsetzen, weil das ein Kampf-Pokémon drin hat. Danke, Sandy. Danke, Sandy, dass du ein Feuer-Pokémon drin hast. Wie heißt das? Ja, das ist halt echt scheiße. Wir könnten so geil ein Feuer-Pokémon einsetzen, aber... Können wir halt nicht. Wird halt nichts bringen, ne? Bringt einen Scheiß! Das bringt halt einen Scheiß. Unsere beste Chance ist Starlinder. Müsste auch gleich von der Attacke sehr getroffen werden. Ja. Knacks. Ist halt scheiße, dass es halt diese Verteidigung hochgeratzt hat, ne? Natürlich kann es Erdbeben. Weißt du, was jetzt schlimm ist? Der ist im roten Bereich. Und setzt jetzt einen Heiltrank ein. Alter, leck mich fett. 180 Schaden? Oh, Mann. Oh, es vergewaltigt uns aufs Übelste. Oh, Mann, das steckt den Finger überall rein, das Pokémon. Das hat noch nicht mal Finger. Das Schlimmste ist, er setzt jetzt einen Trank ein. Scheiße. Der setzt jetzt einen Trank ein. Ich hasse dich! Ah, ich hasse dich! Ah, da setzt ein Trank ein, der blöde Wichser! Oh, sein Pokémon hatte eine so viel Verteidigung und so viel Angriff, dass wir halt nichts mehr machen können. Oh, das bringt nichts. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das reißt uns aus, als wäre es ein scheiß Psycho-Pokémon. Wir brauchen nur ein Feuer-Pokémon. Leider ist Sandy ja ein Feuer-Pokémon. Ich lass es bei ihr bei der Flinkklaue. Wir müssen Sandy da einsetzen und wir müssen machen, dass Sandy das überlebt. Scheiße.